Heute zeige ich dir, wie du ganz einfach Mankey bzw. dadurch natürlich auch Razzaf und Epitaph Shiny hunten kannst. Das erste, was natürlich wichtig ist, wo müssen wir hin? Ich habe den Punkt tatsächlich schon markiert und vielleicht für den einen oder anderen sogar schon bekannt. Wir nutzen auf jeden Fall das Pokémon Center westliche Zone 1 Nord. Von hier aus bewegen wir uns dann zu der markierten Stelle. Es ist auf jeden Fall ein kleiner Fußmarsch, aber im Großen und Ganzen ist man doch relativ flott dort. Wenn wir oben beim Berg angekommen sind, mag der ein oder andere den Spot vielleicht sogar kennen. Aber der ist wirklich sehr, sehr gut für Mankey. Das wäre zum Beispiel der eine Spot dort, wo wir auch Knabon geshiny hunted haben. Ein weiterer wäre, den kann ich euch mal eben auf der Karte zeigen. Der ist nämlich hier hinten. Dort habe ich nämlich mich auch schon versucht, und zwar hier unten. Südliche Zone 5 müsst ihr dann hin. Und dann seht ihr hier diese kleine Insel oder dieser kleine Hügel dort. Und hier jedenfalls kannst du dann auch drum rumlaufen und Mankeys hunten. Wir sind jetzt angekommen und bevor es losgehen kann, müssen wir erstmal uns ein Sandwich machen. Die Zutaten, die wir dazu benötigen, sind Tomate, Zwiebel, grüne Paprika und zweimal die Gewürzgurke für den Typ Kampf. Dann noch zwei Geheimgewürze deiner Wahl und den schönen Piekser. Und wenn das geklappt hat, können wir ganz entspannt unsere Mankeys hier hunten. Wenn du mehr solcher Guides in Zukunft sehen möchtest, wo du welches Pokémon easy wirklich shiny hunten kannst, dann lass mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr über ein Follow und ein Like freuen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.